Chelles de Montaigne, Essay Nummer 106, Teil 9. Zudem bin ich ein Mensch, der sich am liebsten Fortuna anvertraut und sich mit Haut und Haaren in ihre Arme sinken lässt, wofür mich glücklich zu preisen ich bis zur Stunde mehr Anlass hatte, als mich zu beklagen. Denn ich habe gefunden, dass sie meine Angelegenheiten umsichtiger und gedeihlicher betreut als ich selbst. Es gibt in meinem Leben durchaus einige Unternehmungen, von denen man zu Recht sagen kann, ihre Durchführung sei schwierig gewesen. Ich hätte sie aber, wenn man so will, klug betrieben. Doch selbst hier ist anzunehmen, dass nur ein Drittel mein Werk war, während für gut und gern zwei Drittel ihr die Ehre gebührt. Unser Fehler ist, scheint mir, dass wir uns nicht genug dem Himmel anvertrauen und von unserer eigenen Lebensführung mehr erwarten, als uns zusteht. Daher scheitern unsere Pläne so oft. Der Himmel ist eifersüchtig auf den Umfang, den wir unserem Anspruch auf Weisheit zum Nachteil des Seinen einräumen. So beschneidet er ihn uns in gleichem Maße, wie wir ihn zu erweitern trachten. Jene Leute nun blieben zu Pferde in meinem Hof, während ihr Herr sich mit mir im Empfangssaal aufhielt. Er wollte nicht, dass man sein Pferd in den Stall führe, da er, wie er sagte, unverweilt wieder davonreiten müsse, sobald er Nachricht von seinen übrigen Männern habe. Damit war nun alles in seiner Hand. Er brauchte nur noch zuzuschlagen. Hernach hat er oft gesagt, denn er scheute sich nicht, die Sache zu erzählen, es seien mein Gesicht und mein offenherziges Auftreten gewesen, die den verräterischen Anschlag seiner Faust entmunden hätten. Jedenfalls stieg er, während seine Leute die Augen ständig auf ihn gerichtet hielten, um nicht zu verpassen, welches Zeichen er ihnen geben würde, wieder zu Pferde, so dass sie bass erstaunt waren zu sehen, wie er sich davon machte und die schon sichere Beute fahren ließ. Ein andermal unternahm ich im Vertrauen auf was weiß ich, welchen Waffenstillstand zwischen unseren Armeen, der gerade verkündet worden war, eine Reise durch ein außerordentlich unsicheres Gebiet. Kaum hatte man Wind davon bekommen, und schon setzten mir 3, 4 berittene Trupps von verschiedenen Seiten nach, um mich zu fangen. Am dritten Tag holte mich einer davon ein, und auf der Stelle wurde ich von 15, 20 maskierten und wohlbewaffneten Adligen angegriffen, denen eine Welle berittener Arkebusenschützen folgte. Da hatten sie mich nun. Ich musste mich ergeben, und gefangen führten sie mich tief ins Dickicht eines nahegelegenen Waldes, rissen mich aus dem Sattel und raubten mich aus. Sie durchwühlten meine Kisten und nahmen mir die Geldkassette weg. Pferde und Ausrüstung wurden unter die neuen Herren aufgeteilt. In diesem Dickicht palaverten wir nun lange über die Frage meines Lösegelds, das sie so hoch veranschlagten, dass mir klar schien, wie wenig sie über mich und meine Verhältnisse wussten. Schließlich gerieten sie untereinander in einen großen Streit, ob sie mich leben lassen sollten, und in der Tat gab es viele bedrohliche Umstände, die mir vor Augen führten, in welcher Gefahr ich schwebte. Jetzt, Aeneas, ist dein Mut gefragt, jetzt sei stark, dein Herz und unverzagt. Ich berief mich immer wieder auf den in Kraft befindlichen Waffenstillstand und zeigte mich lediglich bereit, ihnen das als Beute zu überlassen, was sie mir entrissen hatten und dessen Wert nicht zu verachten war, ohne weiteres Lösegeld zu versprechen. Nachdem wir 2, 3 Stunden dort verbracht hatten, setzten sie mich auf einen alten Gaul, mit dem ich ihnen gewiss nicht entwischen konnte, unterstellten mich der besonderen Aufsicht
durch 15, 20 Arkebusenschützen, teilten meine Leute den ihren zu und befahlen, dass man uns auf getrennten Wegen gefangen davonführen solle. Als ich bereits 2, 3 Arkebusenschüsse weit entfernt war, dabei schon Kastor anzuflehen und Pollux mir doch beizustehen, wurden sie plötzlich von einem völlig unverhofften Meinungsumschwung erfasst. Ich sah den Anführer wieder auf mich zukommen, er richtete versöhnlichere Worte an mich und unterzog sich der Mühe, meine zwischen den Leuten aufgeteilte Habe zusammenzusuchen und, soweit noch auffindbar, mir zurückgeben zu lassen, selbst die Geldkassette. Aber das größte Geschenk, das sie mir machten, war endlich meine Freiheit. Alles Übrige berührte mich in diesem Augenblick herzlich wenig. Was die wahre Ursache dieser so überraschenden Sinnesänderung und Umkehr ohne ersichtlichen Beweggrund war, dieser wundersamen Reue nach einem wohlüberlegt geplanten Überfall, wie sie mittlerweile bei uns zum Gewohnheitsrecht geworden sind, denn ich hatte ihnen gleich zu Anfang offen bekannt, welcher Partei ich angehörte und wohin meine Reise ging, das weiß ich wahrhaftig heute noch nicht. Der unter ihnen damals am meisten hervortrat, sich schließlich die Maske abnahm und mir seinen Namen nannte, betonte mir gegenüber immer wieder, dass ich die Befreiung meinem Gesicht sowie meinen offenherzigen und unerschrockenen Worten verdankte. Sie hätten gezeigt, dass ich ein solches Missgeschick nicht verdiente. Dann bat er mich gegebenenfalls um gleiche Behandlung. Es ist möglich, dass die göttliche Güte sich dieses banalen Mittels hat bedienen wollen, um mich am Leben zu erhalten. Sie schützte mich schon tags darauf gegen weitere, noch schlimmere Hinterhalte, vor denen mich ausgerechnet jene Leute gewarnt hatten. Übrigens ist der zweite dieser Männer noch am Leben und kann die Geschichte bestätigen. Der erste kam kürzlich um. Wenn mein Gesicht nicht für mich einstünde, wenn man aus meinen Augen und meiner Stimme nicht die Arglosigkeit meines Sinnens und Trachtens lese, hätte ich mit meinem rückhaltlosen Freimut, alles, ob richtig oder falsch, herauszusagen, was mir gerade durch den Kopf geht, und über alles dreist mein Urteil abzugeben, nicht schon so lange ohne Streit und Anfeindung leben können. Diese Verhaltensweise mag man zu Recht für unhöflich und schlecht zu unseren Umgangsformen passend halten, doch ist mir noch nie einer begegnet, der sie als bösartig und verletzend ausgelegt oder mir meine offenherzigen Worte verübelt hätte, wenn er sie aus meinem Mund vernahm. Von anderen wiederholt freilich verändert sich wie ihr Klang so auch der Sinn. Zudem hasse ich keinen Menschen und ich scheue derart davor zurück, jemandem weh zu tun, dass ich es nicht einmal im Dienste des Rechts über mich bringe. Und als es meines Amtes war, Verbrecher abzuurteilen, habe ich eher die Gerechtigkeit zu kurz kommen lassen. Ich wünschte, es würden nicht mehr Verbrechen begangen, als ich zu bestrafen den Mut habe. Einmal, heißt es, machte man Aristoteles den Vorwurf, er habe sich eines schlechten Menschen zu sehr erbarmt. Des Menschen, antwortete er, habe ich mich in der Tat erbarmt, nicht aber seiner Schlechtigkeit. Das Entsetzen über eine Untat erhitzt die Urteile gewöhnlich bis zum Ruf nach Rache. Eben dies aber kühlt das meine ab. Die Bestürzung über den ersten Mord löst in mir die Furcht vor einem zweiten aus, dem Mord am Mörder, und gerade meine Abscheu vor der ersten Grausamkeit bewirkt, dass ich jede Wiederholung verabscheue.
auf mich, der ich nur ein kleiner Spielkartenkönig bin, mag demnach zutreffen, was man über Charillos, den König von Sparta, gesagt hat. Er kann unmöglich gut sein, denn er ist nicht böse gegenüber den Bösen. Oder auch so, denn Plutarch gibt diese Worte wie tausend andere Dinge in zwei unterschiedlichen, ja entgegengesetzten Versionen wieder. Er muss bestimmt gut sein, denn er ist es sogar gegenüber den Bösen. Wie ich mich nur ungern selbst für rechtmäßige Akte verwende, wenn sie Menschen betreffen, denen sie Ungemach bereiten, so mache ich mir andererseits, die Wahrheit zu sagen, zu wenig Gewissen daraus, mich selbst für Unrechtmäßige zu verwenden, wenn sie von den betroffenen Menschen begrüßt werden. Und solche gibt es von mehr als einer Art.